Hallo zusammen, willkommen zum zweiten Teil unserer Serie von Der perfekte Anflug. Heute zeigen wir euch ein etwas komplexeres Verfahren. Das Video vom letzten Mal, unser ALS-Anflug, kam bei euch sehr gut an, obwohl wir den so mit der Standard Cessna 172 Microsoft Flight Simulator ohne DMI hätten gar nicht fliegen können. Deswegen setzen wir uns heute in die Muni M20 von Carinado und zeigen euch einen VOA-Anflug. Viel Spaß beim Video, vergesst das Abo nicht und den Daumen nach oben. So, der Unterschied zwischen dem VOA-DMI bzw. einem VOA-Anflug und einem ALS-Anflug ist, dass der VOA-Anflug quasi kein Präzisionsanflug ist und eigentlich nur von einer Bodenstation abhängig ist, dem VOA, was wir hier unten aufgezeichnet sehen, 115,75. Da steht noch ein kleines D davor, das heißt, es handelt sich um sogenanntes VOA-DMI, was uns auch noch eine Entfernungsmessung, Distance Measuring Equipment, zur Verfügung stellt, wo die Entfernung über die Laufzeit eines Signals gemessen wird und da weiß das Gerät im Flugzeug, es wird zurückgegeben, wie weit wir weg sind. Das ist wichtig, weil wir sehen, wenn wir diesen Anflug hier fliegen, stehen überall Zahlen drauf, 16,8, 16,8 hier. Das sind alles Entfernungen, die basieren auf diesem VOA hier, beziehungsweise auf dem DMI. Und wie fliegt man jetzt diesen Anflug und was ist der Unterschied zwischen einem ILS? Bei einem ILS hatten wir immer zwei Signale, die ausgestrahlt werden. Einmal den Localizer und einmal den Glide Slope. Ein VOA-Anflug muss man sich vorstellen, im Prinzip wie ein ILS-Anflug, wo wir nur einen Localizer haben. Das heißt, wir wissen nur, fliegen wir links oder zu weit rechts. Die Funktionsweise ist allerdings komplett verschieden. Mit so einem VOA-Anflug haben wir zwar im Flugzeug am Ende vielleicht ein ähnliches Bild, wir schauen auf das gleiche Instrument, aber wir haben keine Glide Slope. Unsere Höhenangaben bekommen wir von dem DMI, die müssen wir manuell abgleichen und die Höhenangaben stehen in der Karte hier unten, NUP DMI, das ist Nürnberg, mit einer Höhe. Nur so wissen wir, dass wir auf dem richtigen Pfad sind. Und wir hatten ja beim letzten Mal unsere schöne Regel, Ground Speed mal 5. Und auf den Karten ist das natürlich auch nochmal abgezeichnet. Falls man nicht rechnen möchte und man sagt, man fliegt ein bisschen schneller an, sieht man auch nochmal die Descent-Rate. Und jetzt wird es ein bisschen erweiterter als beim letzten Mal. Denn wir sehen zum Beispiel, hier haben wir 3,04 Grad. Unsere Ground Speed mal 5 passt eigentlich nur genau bei einem 3 Grad Gleitpfad. Für alle anderen sollte man hier in die Karte schauen oder eine andere Faustformel anwenden, wird hier eingeblendet, ist aber in der Praxis eher zu kompliziert zum Rechnen. Deswegen würden wir für das heutige Beispiel hier auf die Karte schauen, wie stark wir sinken müssen. Wie geht der Anflug los? Als erstes müssen wir nach Erlangen fliegen, das sehen wir hier. Und von Erlangen fliegen wir auf dem Radial 254 weg. Warum wissen wir, dass das ein Radial 254 ist? Wir sehen bei unserem VOA Erlangen, unserem Initial Approach Fix, sehen wir eine Art Kompassrose. Und nach oben ist Norden, nach unten logischerweise Süden. Und hier erkennen wir, das ist so etwa zwischen 270, 250. Und wenn wir es genau wissen wollen, schauen wir auf der Linie, die da weggeht, 254. Und zwar für mindestens 16,8 nautische Meilen. Und was hier drunter steht, 5000 Fuß. Das ist erstmal so, wie wir von dem VOA wegfliegen müssten. Und das, was wir heute lernen, ist eigentlich auch in gewisser Art und Weise eine kleine Erweiterung zu unserem ILS-Anflug vom letzten Mal, denn wir fliegen heute den Anflug von unserem Initial Approach Fix, wie gesagt Erlangen, aus. Und um unseren Anflug zu beginnen, müssen wir erstmal schauen, wo befinden wir uns jetzt gerade. Wir können aus unserem GPS ein bisschen schummeln. Wir sehen, wir sind hier gerade Richtung Norden unterwegs, eher Nord-Nordwest, haben hier unten Erlangen. Und das deckt sich auch mit unserer Anzeige. Wir haben die 114,9 MHz hier eingestellt, wollen auf 254 wegfliegen und wir befinden uns zu weit rechts. Ja, also was sollten wir jetzt machen? Wir sollten erstmal eine 180-Grad-Drehung machen, beziehungsweise vielleicht auch nur eine 150-Grad-Drehung und schauen, dass wir wieder zu unserem VOA zurückkommen, um den Anflug fliegen zu können. Und das nächste, was in diesem Flugzeug der Muni M20 eher wichtig ist, wir haben hier ein DMI. Dieses DMI ist aufgeschalten auf unser erstes Navigationsinstrument, was hier über das GNS 530 gesteuert wird.
Im echten Leben könnten wir hier noch eine separate Frequenz einstellen und das unabhängig von dem machen. Im Microsoft Flight Simulator sind die beiden Frequenzen allerdings gekoppelt. Was wir hier allerdings sehen, ist unsere Ground Speed, die berechnet wird, unsere Entfernung in nautischen Meilen und unsere erwartete Ankunftszeit, wenn wir so weiterfliegen. Und unsere Ground Speed erhöht sich jetzt, weil wir langsam immer mehr auf dieses VOR hinzufliegen. Wir schneiden das VOR mit einem, naja, ungefähr 30-40 Grad Winkel an. Sehen. Hier fliegen wir jetzt hin, das deckt sich mit unserem Bild. Wir haben eine From-Anzeige, das bedeutet, der Pfeil zeigt weg vom Flugzeug. Und das ist wichtig zu wissen, wenn wir von einem VOR wegfliegen, dann ist das tatsächlich die korrekte Anzeige. Wenn wir zu einem VOR hinfliegen wollen, wäre es für unsere Zwecke einfach erklärt wichtig, dass der Pfeil auch in Richtung des Flugzeugs zeigt. Jetzt fliegen wir von dem VOR weg, dann sollte auch der Pfeil wegzeigen. Denn das ist genau das Bild, was wir auch hier im GPS haben. Wir sehen, unsere Entfernung, 2 Meilen, verringert sich noch etwas. Unsere Ground Speed ist gering, weil natürlich die Ground Speed berechnet wird auf dem DMI, wie nah wir uns annähern. Und wir sehen zum Beispiel, jetzt sind wir fast stationär, 26 Knoten. Und in dem späteren Tutorial gehen wir mal darauf an, wie man ein VOR Arc fliegt, einen Bogen fliegt. Da braucht man genau diese Anzeige. Jetzt läuft's rein. Natürlich läuft's recht schnell rein. Wir werden ein bisschen überschießen, weil wir noch so nah an dem VOR dran sind. Das ist aber kein Grund zur Aufregung. Auch hier gilt das gleiche wie beim ILS. Niemals übersteuern. Wir stellen uns vielleicht jetzt einfach mal 10 Grad hier drüber ein und hoffen, dass der Track dann hier wieder reinläuft. Unsere Ablageanzeige. Diese Anzeige ist genau wie wenn wir ein ILS abfliegen würden. Und schon haben wir's wieder. Ja, war wahrscheinlich sogar ein Stück zu viel. Wir brauchen 254. Wir schauen erstmal, was der Wind macht. Und sind jetzt eigentlich ziemlich perfekt auf dem Radial, wo wir wegfliegen. Sehen 4 Meilen, haben eine Ground Speed von 154 Knoten. Die Muni ist recht schnell. Und schauen jetzt wieder auf unsere Karte. Und müssen jetzt fliegen, bis wir auf 16,8 nautischen Meilen sind. Und das passiert auf dem Erlang VOR hier oben. Und danach drehen wir nach links auf einen Track von 097 bis Venup. Und Venup ist definiert 8,8 Meilen Nürnberg, NUB, oder 10,5 Meilen November Golf Delta. Alternativ, falls eins von den beiden nicht funktioniert. Wir nehmen aber 8,8 Nürnberg. Das können wir uns also schon mal einstellen. 115,75 stellen wir uns auf Standby. 15,75. Und sobald wir hier sind, aktivieren wir das. Drehen langsam links auf 097. Dann sind wir bei Venup. Und das wäre dann schon unser Approach-Kurs. Und jetzt stellt sich die Frage, wie sinken wir? Ja, hier sehen wir, 5000 Fuß brauchen wir Minimum. Und hier brauchen wir dann bei Venup 4200 Fuß. Das heißt auch, wenn wir bei 16,8 Meilen sind, passieren mehrere Sachen. Wir drehen nach links und wir fangen das Sinken an. 4200 Fuß. Zur Hilfe ist hier noch grau eingezeichnet 291, denn dieser Punkt kann sich auch definieren 291 Radial ebenfalls von Nürnberg. Ist aber nur eine Hilfestellung. 8,3 Meilen haben wir und 16,8 Meilen brauchen wir. Und wenn wir bei Venup sind, fangen wir das Sinken an. Und zwar, wir versuchen eine Ground Speed von 120 Knoten erstmal zu haben, 645 Fuß. Wir können auch jetzt, um uns das Ganze ein bisschen entspannter zu machen, etwas langsamer fliegen. Dann haben wir auch mehr Zeit, die 800 Fuß hier runter zu sinken. Und dann, wenn wir das Sinken anfangen, bei 8 Meilen,
Da ist ganz wichtig zu wissen, wo wir sind. Wir fangen an bei 8,8 Meilen 4200 und die nächste Check-Altitude, diese Karte braucht man dann ständig vor sich, wäre bei 8 Meilen 3940, bei 7 Meilen 3620, immer so weiter. Und hier ist also auch ganz wichtig, dass der Barometer richtig eingestellt ist. Das ist eine ganz häufige Ursache. Wir haben kein Terrain Warning System. Wenn wir hier unseren Barometer nur um 10 Millibar falsch einstellen, 1 Millibar sind 30 Fuß, würde das bedeuten, bei 10 Millibar wären wir 300 Fuß zu tief. Deswegen ist es ganz wichtig, nach dem richtigen QNH zu fliegen. Jetzt gibt es noch einen wichtigen Punkt. Wie tief dürfen wir sinken? Da gibt es zwei Sachen, die ganz wichtig sind zu erklären. Wir haben eine Decision Altitude und eine Minimum Descent Altitude bzw. Height in Klammern von 508 Fuß. Eine Höhe ist über Grund, eine Altitude ist über Meeresspiegel. Eine Minimum Descent Altitude sagt aus, dass wir unter keinen Umständen tiefer als 508 Fuß sinken dürfen. Eine Decision Altitude sagt aus, an dem Punkt, wenn wir die Bahn nicht sehen, muss der Approach, der Anflug, beendet werden und durchgestartet werden. Der Unterschied ist, wenn ich bei meiner Decision Altitude mich entscheide, den Anflug zu beenden, sinke ich unter Umständen noch ein Stück tiefer, was aber nicht schlimm ist. Aber eine MDE darf ich niemals unterschreiten. Das ist das Wichtige. Wir haben also hier 1530 Fuß barometrisch, Decision Altitude, und wir brauchen Minimum 1600 Meter RVR, Runway Visual Range. Und jetzt müssen wir schon nach links drehen, wir sind bei 16,8 Meilen. Da drehen wir jetzt auf 120, wir schneiden mit 30 Grad an, gehen auf 4200 Fuß, drücken Vertical Speed Engage, minus 600 Fuß und nehmen Gas raus. Jetzt aktivieren wir unseren Kursselektor auf 097, basierend auf, wie vorhin gesagt, 115,75 Nürnberg. Schalten wir jetzt noch aktiv. Und sollten jetzt hier eventuell, wenn alles passt, schön reindrehen. Wir sehen, der Ablageanzeiger ist nicht ganz außen, das heißt, er läuft schon langsam rein. Das heißt, wir können auch schon ein bisschen korrigieren. Wir sehen, wir haben 12,8 nautische Meilen und bei 8,8 brauchen wir erst die 4200. Das sieht man immer schön an dem DMI. Man muss jetzt hier mehrere Instrumente gleichzeitig betrachten. Wir sinken etwas steiler. 4200. Wir können auch noch ein Stück steiler anschneiden. Dann läuft der Ablageanzeiger schneller rein. Und hier der größte Unterschied, wir haben keine Glide Slope Indication. Die Bedienung dieses Flugzeugs erschließt sich mir bei manchen Sachen noch nicht 100%. Jetzt sollten wir bei 4200 Fuß ausleveln. Ablageanzeiger fast in die Mitte. Wir versuchen 097 zu fliegen. Wir sind jetzt hier ein bisschen zu tief, 150 Fuß, ist aber nicht weiter schlimm. Wir wissen, unser Anflug beginnt bei 8,8. Das wäre jetzt bei 4200. Und ab dann geht's los mit etwa 700 Fuß Sinkrate. Das machen wir doch jetzt. Minus 700. Unsere nächste Check-Altitude wäre auf der Karte bei 8,03940, 8,2, 8,1, 8,0, 3940. Passt perfekt, ein kleines Stück zu tief, da korrigieren wir mit nur 600 Fuß, nehmen aber auch ein bisschen Geschwindigkeit raus. Wir sehen, wir weichen ein klein wenig von unserem Kurs ab. Wir sind ein Stück zu weit links, das heißt, der Wind wird wahrscheinlich ein kleines Stück von links kommen. Nächste Check-Altitude bei 7 Meilen. 3620, 7,2, 7,1, 7,0, 3600, 20 Fuß zu tief gerade mal. Das ist optimal. Nächste Check-Altitude bei 6 Meilen. 3310. Drei, 6,2,
6,1. Ah, perfekt. 6,0, 3, 3, 10. So, jetzt können wir natürlich schon mal das Fahrwerk ausfahren, wir wollen ja landen. Dadurch werden wir wieder langsamer. Reduzieren wir mal unsere Ground Speed auf 500 Fuß. 500 Fuß sollten also etwa 100 Knoten sein. Bei 5 Meilen brauchen wir 2,990. Wir fahren unsere Klappen eine Stufe aus. 5,2, 5,1, 5,0. 2,990 passt wie die Faust aufs Auge. Wichtig ist noch, unser VOR steht kurz vor der Bahn. Das heißt, wenn wir da drüber sind, sehen wir schon, dass unser Mr. Approach Point, da sollten wir schon die Bahn sehen. Bei 4 Meilen brauchen wir 2,670. Da könnten wir jetzt ein kleines Stück zu tief sein, einfach weil wir jetzt schon sehr langsam geworden sind. Aber das können wir immer noch korrigieren. Gehen wir mal auf 400 Fuß zurück. Wir sind natürlich jetzt ein bisschen langsamer und sehen jetzt 4,0 Meilen. 2,620. Also gerade mal 50 Fuß zu tief, alles im Rahmen. Und wir denken dran, 1530 wäre das späteste, wo wir die Bahn sehen sollen. Bei 3 Meilen benötigen wir 2,350. Wir sind sehr stabil auf unserem Kurs. 3,4 Meilen. Unser Automarker, den es hier nicht gibt, hören wir hier auch. 3,3 und wir brauchen 2,3. 5,0. Fahren unsere Klappen aus. 3 Meilen, wir haben 2,3,5,0. Bei 2 Meilen 2,030 und dann sollten wir auch die Bahn sehen. Man muss bei so einem Anflug nicht unbedingt bis aufs Minimum runtergehen. Man kann sich immer ein höheres setzen, je nachdem wie lieb euch euer Leben ist und wie sehr ihr den Instrumenten vertraut, könnt ihr auch locker sagen, ihr geht nicht tiefer als 1900. 2,4, bei 2,0 zur Erinnerung 2,030. ...2,0, 70 Fuß, zu hoch. Könnten wir jetzt mal kurz korrigieren, indem wir mit 500 Fuß sinken. Und ich würde mir mein persönliches Limit bei 1900 setzen. Und da schauen wir doch mal raus, wie jetzt hier der Stand ist. Und der Stand ist gar nicht so schlecht. Wir sehen eine rote, drei weiß. Ab jetzt fliegen wir manuell. Wir haben unsere Klappen gesetzt. Sind jetzt hier vier weiß. Aber das korrigieren wir noch. Wir sinken ein bisschen mehr. Wir sind noch weit weg. Unser Minima 1,530. Jetzt, da wir wieder nach draußen schauen, können wir das auch wieder als unser normales Minimum nehmen, um stabil zu sein. Fahren die Klappen voll aus. Versuchen noch ein bisschen zu korrigieren. Halten uns die Schwelle der Bahn, da wo wir aufsetzen wollen, im Fenster. Wir sehen, unsere Geschwindigkeit passt ganz gut. Wir sind vielleicht etwas auf der schnellen Seite. Die Bahn ist aber lang. Und gleich werden wir das rechte Weiße der Papis ins Rote übergehen sehen. Und dann können wir schon unseren Sinkflug brechen auf die Geschwindigkeit, wie wir wollen. Vielleicht zu 400 Fuß pro Minute. Dass wir am Ende im besten Fall mit zwei Roten, zwei Weißen über der Schwelle sind. Im Endanflug bei kleinen Maschinen dürfen auch gerne vier rote sein, einfach um die Zeit, wie man auf der Bahn ist, zu verkürzen. Das war unser VOR-Anflug in Nürnberg mit unserem VOR Runway 1.0 von der Chart 13.1. Und für alle, die sich jetzt fragen, warum hier noch ein zweiter Anflug eingezeichnet ist,
der direkt vom VOR nach außen geht, den könnt ihr gern selber nochmal abfliegen, der ist dann notwendig, wenn wir zum Beispiel in Go-Round geflogen sind, aus was für einem Grund auch immer, den wir dann bis 8 Meilen geflogen wären nach rechts und dann wieder auf das VOR zu, hätten wir hier ins Holding gehen können und dann hätten wir von hier aus den Anflug starten können und nicht wieder von Erlangen.